Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Ja, das ist jetzt das erste Video nach der Geburt der Zwillinge. Das ist jetzt eine Woche genau her. Die beiden sind jetzt eine Woche alt. Und bei der Hitze habe ich mich die ganze Zeit hier in der Wohnung verbarrikadiert im Haus. Und jetzt habe ich gesagt, wir müssen unbedingt einkaufen gehen, denn es hat immer nur so ein paar Sachen geholt. Und dann waren wir einkaufen und jetzt hatte ich nur ein bisschen Zeit, weil die beiden schlafen. Also die schlafen sehr, sehr viel. Und da habe ich mir gedacht, mache ich direkt ein Food Haul. Als erstes möchte ich erstmal vielen, vielen Dank sagen für die lieben, mega vielen Glückwünsche. Das war mega viel. Ich wollte eigentlich jetzt gleich auch noch direkt einen Geburtsbericht abdrehen, aber der Geburtsbericht kommt einfach später. Ich mache zuerst den Food Haul, weil so ein Food Haul einfach schneller geht. Und dann kann ich das dann direkt hochladen, den Food Haul. Und dann einen Tag später kommt dann der Geburtsbericht, ja. Auf jeden Fall vielen Dank. Also das war echt mega. Und ich habe alle Nachrichten wirklich gelesen. Ich glaube, es waren über 500 Nachrichten oder so. Das hat mich wirklich total gefreut. Ja, aber dazu, also zu den beiden und wie es mir geht und so, das werde ich euch dann in einem anderen Video berichten. So, ich fange mal an, ne? Also, von welcher Seite fange ich an? Ja, ich habe jetzt total die Süßigkeiten-Gelüste momentan. Das Stillen klappt ganz gut und deswegen habe ich das Gefühl, ich muss ganz viele Süßigkeiten, ganz viele Sachen auf einmal zu mir nehmen, weil ich voll schnell den Energieverlust habe. Und dann habe ich mir gedacht, möchte ich nicht immer zu Süßigkeiten greifen und deswegen habe ich diese Nüsse mitgenommen. Dann Champignons, weiße Champignons für ein Gericht. Ich gucke mal eben, dann kann ich euch die Sachen vielleicht auch wieder verlinken. Für Rahmgeschnetzeltes brauchte ich die, glaube ich, die Champignons. Und das werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Dann ein paar Bananen. Ist aber echt viel. Basilikum. Basilikum brauchte ich für, ich glaube, gefüllte Paprika, die ich machen wollte. Verlinke ich euch auch. Das wird mit Thunfisch und sowas gemacht. Das habe ich auch schon mal in einem Thermomix Food Diary vorgestellt. Das war wirklich sehr lecker. Und dafür brauchte ich auch Paprika. Dann habe ich eine Wassermelone. Am Sonntag wollten Freunde vorbeikommen. Ich hoffe, dass schönes Wetter ist und dann kann ich die schön aufschneiden, dass das so am Stiel quasi ist, also dass man sich die so rausziehen kann und dann kann man die so essen. Spätzle, ich wollte die eigentlich selber machen, aber Dennis hatte keinen Bock, der hat gesagt, es soll schnell gehen, der möchte die fertigen haben. Und Spaghetti, die braucht man ja auch immer. Dann habe ich hier Dattel-Sherry-Tomaten, die wollte ich für den Big Mac Wrap Low Carb machen. Habe ich schon mal gemacht, fand ich total lecker, werde ich euch auch unten verlinken. Und dafür brauchte ich auch Käse. Also das ist wirklich ein sehr leckeres Low Carb Gericht. Dann habe ich hier Gouda in Scheiben, den brauchte ich für gefüllte Brötchen mit Käse und Schinken. Verlinke ich euch auch unten, fand ich auch sehr, sehr lecker. Die wollte ich nächste Woche irgendwann machen, wenn Besuch kommt. Also wir treffen uns ja einmal die Woche und da wir jetzt die beiden Kleinen haben, kommen die dann nächste Woche erstmal hier hin, weil mir das noch ein bisschen zu stressig ist, mit denen dann rauszugehen. Dann habe ich die lieber hier. Die haben zwar gesagt, ich soll nichts kochen, aber mir geht's gut und ich möchte gerne was machen. Und deswegen mache ich die gefüllten Brötchen. Und wenn ich dann keine Lust habe, was zu machen, weil wir jetzt halt jeden Tag immer Besuch bekommen, habe ich die Mini-Windbeutel gekauft. Die braucht man nur so ein paar Minuten auftauen, dann sind die schon fertig. Und ich finde, die schmecken eigentlich immer ganz gut. Die kann man eigentlich immer anbieten. Weizenmehl, Mülltüten. Dann wollte ich nochmal einen Kuchen machen. Der war sowas von lecker. Den werde ich euch auch unten verlinken. Den habe ich jetzt schon einmal gemacht und der Dennis wollte den machen, weil der möchte nicht, dass ich so viel in der Küche stehe. Aber da kann der den machen, der ist auch super einfach und dafür braucht man keinen Thermomix. Das war die Katze. Das kann man auch so machen, der war sowas von lecker. Verlinke ich euch auch unten irgendwie so. Das hat so geschmeckt wie ein Käsekuchen und Streuselkuchen mit Pfirsichen. Also wirklich sehr lecker und der kam auch richtig gut an. Dann Sauerkirschnektar, den habe ich gekauft, weil ich den Sirup mal ausprobiert habe, den habe ich bei der Thermifee in einem Video gesehen. Und der war auch sehr lecker, da kommt Pfirsichsaft und sowas rein. Und ich habe jetzt Kirschtee gekauft und wollte mal eine Kirschvariante machen, also so ein Kirschsirup. Und habe mir gedacht, statt Pfirsichsaft hole ich jetzt einfach mal Sauerkirschnektar. Mal gucken, ob das klappt und ob es schmeckt, ich weiß es nicht. Ich lasse mich mal überraschen. Speisequark brauchte ich für die Low Carb Wraps und für den Kuchen, der geplant war. Sauerkraut. Dennis wollte Leberkäse mit Kartoffeln und Sauerkraut machen. Dann Margarine. Nochmal Margarine. Müllbeutel.
Also wir brauchten echt wieder einen kompletten Bestand. Thunfisch für die gefüllten Paprika. Und Ravioli für irgendeinen Tag, wo wir nicht kochen können, damit wenigstens Leon was zu essen hat. Hähnchengeschnetzeltes für dieses Rahmgeschnetzelte. Da hatten die leider kein Schinkengeschnetzeltes mehr. Und dass das aber heute bei uns gibt, haben wir jetzt einfach mal hier Geflügelgeschnetzeltes gekauft. Dann Baconstreifen, die wollten wir für Bratkartoffeln nehmen. Dennis wollte dann irgendwann auch Bratkartoffeln machen von den Kartoffeln, die noch übrig sind. Und mit Speck und Ei dann anbraten. Toast. Dann hat Dennis eine Packung Duplo White gekauft, aber ich stehe da nicht so drauf, das ist mir zu süß. Noch einen Apfelkuchen eingepackt, den habe ich gekauft auch für Besuch, weil ja, fast jeden Tag kriegen wir Besuch und dann habe ich wenigstens einen Kuchen, den ich noch anbieten kann. Dann hat Dennis Tortilla-Chips eingepackt. Und hier ist noch eine Paprika. Dann habe ich noch eine Nektarine gekauft. Ein Plattpfirsich. Drei Bio-Zitronen. Ich weiß nicht mehr, wofür ich die genau brauchte. Aber eine habe ich auf jeden Fall genommen, damit ich die wieder in Scheiben schneiden kann und einfrieren kann, weil das bei dem Wetter echt gut ist. Dann sind hier noch DM-Sachen drin, die kann ich euch ja nachher zum Schluss zeigen, damit ich erstmal die gekühlten Sachen wegräumen kann. Also das sind nur so ein paar Sachen, deswegen zeige ich euch die jetzt einfach auch mal. Dann haben wir hier Schinken-Mettwurst gekauft. Wie ihr seht, ist da nur noch eine Wurst drin. Wir haben die schon unterwegs gegessen. Dann habe ich noch Himbeeren eingepackt. Die wollte ich eigentlich morgen zum Frühstück mit meinem Joghurt essen. Ich hoffe, bis dahin halten die sich noch so lange. Packe ich die am besten im Kühlschrank, weil die sehen schon so ein bisschen dunkel aus. Dann ist hier dieser Tee, den ich meinte, diesen Kirsch-Erdbeer-Tee. Und da werde ich das mal ausprobieren, einen Kirsch-Erdbeer-Sirup zu machen. Vielleicht schmeckt das ja genauso gut, weil dieser Pfirsich-Sirup sehr, sehr lecker war. Der hat bei mir jetzt, glaube ich, auch nur... Wann kam das Video raus? Ich glaube, vor 2 Wochen oder so hat er jetzt 2 Wochen nur gehalten. Ich nehme wirklich immer nur so ein ganz kleines bisschen. Dann mache ich da ein paar Eiswürfel rein und Mineralwasser. Voll lecker. Dann habe ich hier Brokkoli für die Brokkolinudeln. Das habe ich euch auch schon mal in einem Follow Me Around vorgestellt, das Gericht. Geht super schnell und das kann der Dennis auch sehr gut machen. Wenn, ja, wenn ich dann gerade am Stillen bin oder irgendwas anderes mache, kann er das dann kochen. Und auch wieder für Besuch und was dann halt schnell zum Auftauen geht, Mini-Berliner. Dann habe ich Hefe gekauft. Ich weiß gar nicht, wofür ich die brauchte. Ach ja, für diese gefüllten Brötchen, die ich machen wollte. Dennis hat seine Salami wieder mitgenommen. Und da Dennis ja jetzt öfter kocht, weil er ja 2 Monate zu Hause ist, gibt es auch wieder Fixtüten und deswegen eine Fix-Gulasch-Tüte. Also ich mache das ja lieber selber, aber ja, die Zeit ist dann doch nicht gegeben, das dann selbst zu machen, obwohl wir wirklich sehr, sehr viel Zeit noch haben. Noch, also ich weiß nicht, die sind so lieb, die beiden, ne? Die sind so friedlich, noch. Und deswegen nutzen wir das erstmal aus und entspannen und kochen dann halt Fixtüten trotzdem. Dann hat der Dennis noch Grilltaler eingepackt, für sich die scharfen. Aber ich glaube, er hat ja, er hat auch an mich gedacht und mir die normalen mit Kräuter eingepackt. Die Grilltaler sind so lecker. Habe ich ja schon ganz oft gesagt. Dann ist hier der Frischkäse, den kann ich auch nur empfehlen. Der kommt, glaube ich, 1 Stunde im Backofen oder sowas. Frischkäse, habe ich jetzt Frischkäse gesagt? Leberkäse meinte ich. Der ist total lecker und den gibt es dann bei uns mit Kartoffeln. Und Ei und Sauerkraut, genau. Sauerkraut, ja. Nicht Krautsalat, Sauerkraut. Und meine Sucht ist noch nicht ganz vorbei, deswegen habe ich hier auch einen Joghurtdrink eingepackt. Ich liebe die. Und für mich dann abends dann ein paar Chips. Obwohl ich ja jetzt nicht mehr so viel Süßigkeiten essen möchte, aber ich kann einfach nicht. Das ist so, ich muss das jetzt haben. Das ist so meine Energie. Und wenn ich wirklich nur 3 Stücke Schokolade esse, dann geht es mir erstmal gut, bis ich dann was Richtiges essen kann. Ein Blumenkohl. Hier ist noch so eine Fixtüte. Also er macht immer direkt 2 Tüten. Mein Akku ist alle. Ich muss mal eben den Akku wechseln. 100 Jahre später und ich habe endlich mal das Ladegerät gefunden. Ich mache direkt weiter. Also, was haben wir denn noch hier? Ich habe hier noch einen Eisbergsalat für diese Big Mac Wraps, die ich machen wollte. Und ich wollte dann noch einen Salat machen, weil ich noch so viele Tomaten habe, wollte ich dann auch noch einen Salat bei irgendeinem Gericht noch mit dazu machen. 3 Pakete von den gefakten Beefies. Also man merkt richtig, ich war nicht alleine einkaufen, ne? Sonst sieht mein Einkauf immer ein bisschen anders aus. Und die habe ich, glaube ich, noch nie mit dabei gehabt, ne? Ich esse die auch gerne. Also wenn die da sind, dann esse ich sie auch natürlich. Dann habe ich noch, weil ich ja auch diesen Pfirsich-Sirup noch machen wollte,
Ich weiß ja nicht, ob dieser Kirschsirup jetzt was wird, aber ich habe auf jeden Fall vor, diesen Pfirsichsirup zu machen. Da hatte ich aber keinen Pfirsichsaft, deswegen nehme ich Mango, Orangen, Maracuja, Nektar. Das habe ich beim letzten Mal nämlich auch genommen. Da habe ich auch irgendwie Maracuja, Pfirsichsaft oder sowas genommen. Da habe ich auch keinen reinen Pfirsichsaft gefunden. Und das hat mir auch total geschmeckt. Deswegen denke ich mal, klappt der auch. Weil ich habe noch voll viele von den Beuteln. Da habe ich dann auch diese Beutel hier genommen. Pfirsich-Maracuja, also auch nicht reine Pfirsichbeutel. Ich denke mal, das kann man dann auch irgendwie so selbst gestalten. Dann Fertig-Hollandaise, weil ich ja nicht koche, sonst würde ich die selber machen. Obwohl die Fertig-Hollandaise auch echt lecker schmeckt. Aber in einem Thermomix kann man die super einfach selber machen. Nur Dennis kocht ja und deswegen hat er die gekauft. Kartoffeln. Noch so ein Joghurtdrink. Zucker. Mozzarella. Dieser Mozzarella kommt, glaube ich, in den gefüllten Paprikahälften. Also auf den gefüllten Paprikahälften. Sandwichscheiben, die brauchte ich für die Wraps. Dann hat mir die Sojasauce noch gefehlt. Die war alle, da musste ich letztens schon bei meiner Nachbarin schmoren. Eine Aprikose, erstmal überlegen, eine Aprikose. Und noch eine Bio-Zitrone. Dann habe ich hier noch eine Flasche Rapsöl. Und Zewa, Toilettenpapier und eine Palette Milch ist auch noch da. Das war's dann erstmal mit dem Lidl-Einkauf. Dann habe ich noch ein paar DM-Sachen, die zeige ich euch jetzt einfach mal ganz schnell. Wenn mein Mann zu Ende telefoniert hat. Ist ja jetzt noch ganz ruhig. Das ist übrigens der... Erstmal überlegen, das ist der Ben. Sag mal hallo. Ja, okay. Ich war da nicht. Dann haben wir bei DM noch diese XS-Pampers gekauft, weil die 1er einfach viel zu klein sind. Ich hätte damit nie gerechnet. Alle Klamotten sind viel zu groß. Und die Pampers natürlich auch. Und deswegen haben wir die ganz kleinen Windeln noch gebraucht. Da haben wir 1, 2, 3... 4, mein Gott, 5, 6 Pakete von gekauft. Mit 2 Paketen kamen wir jetzt 5 Tage aus. Also müssten wir damit dann 15 Tage auskommen. Und danach passen die 1er vielleicht schon wieder richtig. Ne? Dann kommen am Sonntag noch ein paar Freunde mit den Kindern vorbei. Da haben wir dann so Dinkelbrezel und Knabbertiere mitgenommen. Die kommen immer ganz gut bei den Kindern an. Und für mich die... Super Binden, My Camellia, die hat meine Hebamme mir empfohlen. Die sind nicht ganz so groß wie diese Mega-Schiffe, die man kaufen kann in der Apotheke. Extra fürs Wochenbett. Und die hatte ich nämlich auch beim Leon damals. Und da ist auch kein Plastik oder sowas, da kommt gut Luft durch. Die sind wirklich sehr gut. Für Leon habe ich dann noch so Traubenlutscher gekauft. Traubenzuckerlutscher. Und für mich Traubenzucker, weil ich ja gesagt habe, dass ich manchmal echt merke, boah, ich muss was essen. Ich aber noch stillen muss und alles andere noch dazwischen kommt. Weil wenn, dann kommt alles auf einmal. Und damit ich so ein bisschen Energiezufuhr habe. Dennis hat eine neue Zahnpasta gebraucht. Du bist ja doch ganz friedlich, ne? Und Deo, so ein Deo-Stick hat er gekauft. Dreimal Deo-Spray. Und das war's eigentlich auch. Ja, also nur ganz kleiner DM-Einkauf, ohne dass man da jetzt extra so ein DM-Haul machen muss. Ja, also wie gesagt, ich werde heute Abend mich noch hinsetzen und noch einen Geburtsbericht abfilmen. Ich habe auch mitgefilmt die ersten Tage im Krankenhaus. Also wir waren 4 Tage im Krankenhaus, da habe ich komplett alles mitgefilmt. Das kommt dann nächste Woche. Aber ich denke zuerst dieses Food-Haul, dass ich das hochlade, das geht nämlich viel schneller. Und dann kommt der Bericht und dann wollte ich, also dieser Geburtsbericht, und dann wollte ich noch ein Video machen, wo ich euch so ein bisschen berichte von den ersten Wochen, also von den ersten beiden Wochen oder anderthalb Wochen. Jetzt ist ja erstmal eine Woche rum und ja, wie es mir so geht, wie das mit den Hormonen bei mir abgelaufen ist und sowas. Ja, und jetzt müssen wir den Stinker füttern. Oh, der ist so süß, die sind alle so, oh, die sind so lieb, alle. Die sind beide so lieb und so klein. Und wir müssen die immer so dick anziehen hier in der Wohnung, weil die wirklich sehr, sehr kalte Hände sonst haben. Damit habe ich nämlich auch nicht gerechnet. Und ich habe ja alles so in Größe 56 gekauft. Das Einzige, was passt, ist jetzt hier diese Hose. Die habe ich in 50 genäht. Da habe ich ja noch gesagt, das wird bestimmt zu klein sein. Aber das ist die einzige Hose, die momentan passt. Die anderen müssen wir zweimal hochkrempeln. Oh mein Schatzi. Okay, ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Aber wir sehen uns dann ja morgen nochmal. Tschüss!